Der Bulli ist endlich da, wie du schon gesehen hast, und wir haben die meisten Sachen, denke ich mal, zusammen. In 2 Wochen fahren wir los nach Italien und ja, wir wollen es halt vorher noch mal testen und deswegen werden wir uns heute hier bei uns in der Nähe von Münster auf den Campingplatz schmeißen, um mal so eine Generalprobe zu machen. Vorher muss ich aber noch eine ganz wichtige Sache erledigen. So wie der Bus jetzt ist, können wir noch nicht campen fahren. Also wir haben den Bus gekauft, um da wirklich Urlaub drin zu machen, um da wirklich drin zu leben. Und wenn man in einem Bus lebt, in einem Fahrzeug lebt, ja, dann kann auch mal die ein oder andere Kleinigkeit daneben gehen. Der Bulli hat halt sehr, sehr helle Sitze. Wir haben versucht, die dunkleren Sitze zu bestellen, aber die dunkleren Sitze gibt es nur ab der Dreierbank, was ich nicht wirklich verstehe. Ich finde die hellen Sitze auch total toll. Denn dadurch, dass hier alles so schön hell ist, gibt es ein ganz anderes Raumgefühl. Man hat in dem Bulli nicht das Gefühl, eingeengt zu sein, auch wenn man sich auf maximal 11 Quadratmeter hier bewegt. Wenn ich jetzt aber überlege, dass ich 6 Jahre diesen Bus fahren möchte und wir 6 Jahre lang damit mehrmals im Jahr im Urlaub fahren, kann ich mir durchaus vorstellen, dass diese schönen weißen Sitze oder diese schönen grauen Sitze in 3 Jahren, naja, in 3 Wochen nicht mehr so schön weiß sind, wie sie hier heute sind. Das finde ich schade. Deswegen habe ich mir gedacht, da muss ich was machen. Und ich möchte mich an dieser Stelle einmal ganz doll bei der VW California Community auf Facebook bedanken. Ich verlinke dir die Gruppe hier unten in der Description zu dem Video. Die Gruppe ist mega. Jede Frage wird dort beantwortet. Super professionell, ganz tolle Mitglieder und macht richtig Spaß. Und dort habe ich den Tipp bekommen, mir solche Bezüge zu holen von der Firma Brandtrupp. Die sind zugegebenermaßen ziemlich teuer, hat man dort auch gesagt, sollen aber qualitativ sehr hochwertig sein. Wollen die mal drauf machen. Aber mit einem Hilfsmittel von einem kleinen Löffel hier geht das ganz gut. Da kommt man ganz gut in die Ecken. Jetzt geht's hinten weiter. Fertig. Die Schaumbezüge sind drauf. Es ging einigermaßen okay. Ich habe jetzt Stunde 15 gebraucht. Fühlt sich gut an, sieht gut aus, rutscht auch nicht, passt ziemlich genau. Also wer es nicht weiß, der sieht nicht, dass das Schaumbezüge sind. Packen wir das Auto und dann fahren wir zu unserer Feuerprobe.
Equipment zu testen und mal zu schauen, ob alles funktioniert, haben wir uns heute hier in Warendorf auf einem Campingplatz niedergelassen. Wir wollen einfach mal testen, wie das so ist, und vor allen Dingen haben wir diesmal die Kinder dabei. Die sind auch schon ganz aufgeregt. Unser großes Vorzelt haben wir verzichtet, weil wir gesagt haben, okay, für einen Tag macht das jetzt nicht unbedingt viel Sinn. Deswegen für so kurze Trips, weil wir halt keine Markise am Bulli haben wollten, haben wir jetzt uns so ein Markisenteil bei Obelink gekauft für, ich glaube, 60 Euro. Tut genauso und ist wirklich gemütlich. Generalprobe läuft super. Das Dach hält, bisher funktioniert alles, was wir uns ausgedacht haben. Meine Kaffeemaschine funktioniert, Grill läuft. Wir werden mal gleich schauen, wie das so schmeckt. Also ein Wunder Erfolg.